Ach, Weihnachtsmann, ja. Das ist aber ein schöner Schlitten, den du hier in deinen Händen hältst. Ja, Sieglinde, die Weihnachtszeit ist ja die Zeit der Geschenke, aber der Weihnachtsmann weiß ja, dass sich viele Kinder zum Beispiel zu Weihnachten auch immer so einen Schlitten wünschen, weil der größte Wunsch ist natürlich bei Jung und Alt weiße Weihnacht, schön mit Schnee. Ja, und den Schlitten betrachte ich mir jetzt schon die ganze Zeit und das ist immer so der einzige Wunsch, den ich keinem erfüllen kann, dass Schnee liegt. Das liegt nur allein in Frau Holles Macht. Tja, aber wir haben ja in der letzten Sendung schon mal darüber gesprochen, was man alles in der Vorweihnachtszeit machen kann. Du hast gesagt, Kuchen backen, Plätzchen backen und Geschichten erzählen. Sag mal, Sieglinde, aber der Winter geht ja nun noch eine ganze Weile. Was könnten die Eltern dann noch so mit den Kindern an kalten Winterabenden machen? Ach, da fällt uns schon was ein. Ne? Man kann bei Kerzenschein zusammensitzen und sich Geschichten erzählen oder vorlesen und vielleicht auch Spiele spielen. Genau. Mensch, ärgere dich nicht. Da hat der Weihnachtsmann bisher immer gewonnen und Frau Holle hat sich immer ganz schön geärgert. Ja, und am Tage, wenn Schnee liegt, dann können die Kinder Schlitten fahren. Ja, und Mama und Papa ziehen euch dann so ein bisschen durch den Winterwald. Tja, Sieglinde, aber wir wollen ja heute nicht nur über Schlittenfahren reden. Du hast ja hoffentlich auch eine Geschichte mitgebracht. Natürlich. Und ich habe schon mal ein bisschen geschnüffelt. Ich glaube, das ist so eine Art Wintergeschichte. Das stimmt. Die heißt wirklich Wintergeschichte und ihr hört jetzt auch gut zu, liebe Kinder. Es war einmal ein Mann. Der besaß ein Haus, einen Ochsen, eine Kuh, einen Esel und eine Schafherde. Der Junge, der die Schafe hütete, besaß einen kleinen Hund, einen Rock aus Wolle, einen Hirtenstab und eine Hirtenlampe. Auf der Erde lag Schnee. Es war kalt und der Junge fror. Auch der Rock aus Wolle schützte ihn nicht. »Kann ich mich in deinem Haus wärmen?« bat der Junge den Mann. »Ich kann die Wärme nicht teilen. Das Holz ist teuer«, sagte der Mann und ließ den Jungen in der Kälte stehen. Da sah der Junge einen großen Stern am Himmel. »Was ist das für ein Stern?«, dachte er. Er nahm seinen Hirtenstab, seine Hirtenlampe und machte sich auf den Weg. »Ohne den Jungen bleibe ich nicht hier«, sagte der kleine Hund und folgte seinen Spuren. »Ohne den Hund bleiben wir nicht hier«, sagten die Schafe und folgten seinen Spuren. »Ohne die Schafe bleibe ich nicht hier«, sagte der Esel und folgte ihren Spuren. »Ohne die Kuh bleibe ich nicht hier«, sagte der Ochse und folgte ihren Spuren. »Es ist auf einmal so still«, dachte der Mann, der hinter seinem Ofen saß. Er rief nach dem Jungen, aber er bekam keine Antwort. Er ging in den Stall, aber der Stall war leer. Er schaute in den Hof hinaus, aber die Schafe waren nicht mehr da. »Der Junge ist geflohen und hat all meine Tiere gestohlen«, schrie der Mann, als er im Schnee die vielen Spuren entdeckte. Doch kaum hatte der Mann die Verfolgung aufgenommen, fing es an zu schneien. Es schneite dicke Flocken. Sie deckten die Spuren zu. Dann erhob sich der Sturm, kroch dem Mann unter die Kleider und biss ihn in die Haut. Bald wusste er nicht mehr, wohin er sich wenden sollte. Der Mann versank immer tiefer im Schnee. »Ich kann nicht mehr«, stöhnte er und rief um Hilfe. Da legte sich der Sturm. Es hörte auf zu schneien und der Mann sah einen großen Stern am Himmel. »Was ist das für ein Stern?«, dachte er. Der Stern stand über einem Stall, mitten auf einem Feld. Durch ein kleines Fenster drang das Licht einer Hirtenlampe. Der Mann ging darauf zu. Als er die Tür öffnete, fand er alle, die er gesucht hatte. Die Schafe, den Esel, die Kuh, den Ochsen, den kleinen Hund und den Jungen. Sie waren alle um eine Krippe versammelt. In der Krippe lag ein Kind. Es lächelte ihm entgegen, als ob es ihn erwartet hätte. »Ich bin gerettet«, sagte der Mann und kniete neben dem Jungen vor der Krippe nieder. Am anderen Morgen kehrten der Mann, die Jungen,
Der Junge, die Schafe, der Esel, die Kuh, der Ochse und auch der kleine Hund wieder nach Hause zurück. Auf der Erde lag Schnee. Es war kalt. Komm ins Haus, sagte der Mann zu dem Jungen. Ich habe Holz genug. Wir wollen die Wärme teilen. Tja, Sieglinde, und das ist auch so eine wichtige Geschichte. Menschlichkeit. Und vielleicht nicht immer nur zu Weihnachten, vielleicht mal auf den anderen gucken und sagen, wir teilen, sondern das ganze Jahr über einfach wieder mal ein bisschen netter zueinander sein. Das können wir uns vornehmen, genau. Also, nehmt ihr euch das auch ruhig vor. Für heute sagen wir erst einmal wieder, gute Nacht.